Facelift bei uns mit einer weiten Anreise, wenn Sie von weit her kommen. Wie würde der Ablauf aussehen? Das ist das Thema unseres heutigen Videos. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Walter Jungwirth, ich bin Ex-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und Gründer der Dr. Jungwirth Praxis hier im Kompetenzzentrum in Salzburg. Unser YouTube-Kanal ist sehr erfolgreich. Wir sind, wie wir wissen, die einzigen, die Facelift-Patienten vorher, nachher und auch selber sprechen lassen, also nicht nur gestylte Supermodels hier haben. Und viele Patienten kommen aus Hamburg, Berlin, Zürich, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und wollen natürlich wissen, wie würde es ablaufen, wenn ich mich jetzt interessiere. Ich habe das YouTube-Video gesehen, wie geht's weiter? Das erste wäre, Sie melden sich bei uns per Telefon oder per E-Mail an für einen Erstordinationstermin. Bei dem Erstordinationstermin würde ich Sie untersuchen, würde mit Ihnen besprechen, wie es abläuft. Wir gehen vor den Spiegel. Letztens hat eine Patientin gesagt, nein, ich kann mich nicht so anschauen, muss ich so lang vor dem Spiegel stehen? Natürlich muss man vor dem Spiegel stehen, weil ich muss ja auch erklären Ihnen, was möglich ist und wo die Grenzen liegen und welche Operation ich bei Ihnen vorschlage oder mache. Dann kommt natürlich die Aufklärung dazu. Das heißt, ich muss Ihnen auch erklären, welche Dinge schief gehen können, welche Komplikationen es gibt, welche Narben Sie haben können. Auch ein weiterer Punkt. Da bekommen Sie dann einen Bogen mit, den Sie unterschreiben müssen und das geht dann per Mail hin und her. Man muss dann eine wöchentliche für Ausländer oder zweiwöchige für Inländer Bedenkzeit einhalten und nach diesen 2 Wochen unterschreibt man diesen Aufklärungsbogen. Wenn Sie innerlich dann soweit sind, dass Sie sagen, ja, ich möchte einen Operationstermin ausmachen, dann rufen Sie meine nette Frau Schönburg, die Sekretärin, an und machen mit ihr einen OP-Termin aus. Wir operieren nicht jeden Tag, sondern es gibt einzelne Tage, in denen man operiert werden kann. Das ist wöchentlich unterschiedlich. Wir machen auch in der Privatklinik einen Operationstermin dann für Sie aus. Und danach ist es so, dass Sie die Zahlung leisten müssen. Die Zahlungen müssen vor dem Operationstermin, 14 Tage vorher, bei uns eingegangen sein. Danach kommen Sie zu uns. Reisen am Vortag an oder am Operationstag. Wenn Sie von weit weg kommen, ist es günstig, am Vortag anzureisen. Da gibt es eine Pauschale in der Klinik für die Aufnahme oder eben in einer Pension oder Hotel, in der Sie übernachten. Dann kommen Sie am Tag der Operation nüchtern in die Klinik, ungefähr 2 Stunden vor dem OP-Termin. Das wird Ihnen aber auch noch erklärt. Dann sind Sie beim Facelift zum Beispiel 2 Nächte, also 3 Tage in der Klinik stationär. Wenn Sie Facelift, Halslift, Oberlider, Unterlider bei mir machen lassen, dann brauchen Sie 2 Nächte. Wenn man nur Facelift oder Halslift macht, geht auch am nächsten Tag. Aber wenn Sie weit weg sind, dann sollten Sie nicht am nächsten Tag nach der Operation noch 800 Kilometer fahren müssen oder in den Flieger steigen, sondern da ist es günstiger, noch 1 oder 2 Tage hier in der Nähe in Salzburg zu bleiben. Dann ist es so, dass manche Patienten hier bei uns in Salzburg noch eine gute Woche hier bleiben. Ungefähr 10 Tage bräuchte es, damit man alle Fäden entfernen können. Dafür gibt es dann Hotels oder Pensionen, je nachdem, wo man sein will, die wir für Sie empfehlen. Und wenn Sie da sind, dann sind Sie gut aufgehoben. Es ist auch gleich in der Nähe von der Praxis, gibt es hier einzelne gute Häuser, sind dort gewöhnt, dass man mit diesen Facelift-Bandage herumläuft, man kann dort auch essen. Natürlich sind Spaziergänge, die nicht zu anstrengend sein sollen, erlaubt. Das ist überhaupt kein Problem. Ich hatte auch schon einmal eine Gynäkologin aus Hamburg, die ist völlig nach dem Facelift ziemlich verschwollen in der Stadt herumspaziert. Ich wurde dann darauf angesprochen und dann habe ich gesagt, ja, Sie sind da herumgegangen. Und habe ich gesagt, ja, das macht mir gar nichts, es kennt mich eh keiner. Und dann haben Sie diese Facelift-Bandage gehabt. Ja.
Und mit der sind Sie in Selkirchen Gilgen herumspaziert? Ja, bin normal nach Hause gekommen und bin natürlich normal einkaufen gegangen oder sonstiges. Und in St. Gilgen sind Sie entsprechend aufgefallen natürlich? Ja, die Leute haben mich natürlich schon gefragt, was da los ist, ne? Ob ich vielleicht einen Unfall gehabt habe oder sonstiges, weil ich ja diese Bandage rund ums Gesicht gehabt habe. Und ich habe gesagt, nein, wieso? Ich habe mir ein Facelifting machen lassen, weil ich mich im Spiegel anschauen wollte und ohne Vorbehalte. Ohne jegliche Vorbehalte. Also wenn man mutig ist, kann man natürlich auch in die Salzburger Innenstadt gehen. Wie auch immer, nach diesen 10 Tagen ist es so, dass Sie noch einmal zu mir kommen. Dann werde ich die Fäden oder Nähte und Klammern entfernen. Bei einer Lidstraffung kann man das nach einer Woche bereits machen. Dann kann man 2 Termine ausmachen, nach einer Woche und nach 10 Tagen. 10. oder 11. Tag nach der Operation fährt man nach Hause. Ist natürlich noch nicht perfekt. Wir haben auch Videos, wo Sie sehen, Tag für Tag, wie sich das entwickelt. Also man kann sagen, dass man nach 10 Tagen schon gut unter die Leute gehen kann. Man muss sich vielleicht blaue Flecken irgendwo abschminken oder man hat noch einen Schal um oder man setzt sich Sonnenbrillen auf, ist auch kein Problem. Und dann wäre der nächste Kontrolltermin, da sind wir dann üblicherweise flexibel. Nach ungefähr 6 Wochen, 4 bis 6 Wochen macht man einen weiteren Kontrolltermin. Manche Patienten, die von weit weg kommen, organisieren es erst einmal nach 1, 2, 3 Monaten, dass sie wieder vorbeikommen, wenn alles in Ordnung ist, wenn irgendwelche Fragen auftauchen. Und dann ist es schon gut, dass man ungefähr nach einem Monat nach dem Facelift wieder mal zu mir kommt. Mittlerweile gibt es natürlich auch WhatsApp oder Internet, sodass man Fotos auch schicken kann, wo man beurteilen kann, ob es notwendig ist, dass man noch einmal kommt oder nicht. Die Fotos sind nicht 100% authentisch. Am liebsten schaue ich die Patienten dann wirklich am besten selbst an. Ich habe eine Patientin aus der Schweiz gehabt, die hatte eine Rötung bei der Brust, hat dann Antibiotika genommen. Dann ist sie zu mir gekommen und sie hätte sich diese Antibiotika erspart, wenn ich gesagt hätte, ich hätte sie gesehen und habe gesagt, ja, ist eigentlich alles in Ordnung, diese Rötung ist normal. Das ist schwierig für einen Patienten zu erklären, was ist wirklich normal oder was ist besonders. Natürlich kann ich das auf einen Blick oder auf einen Griff feststellen. Rechnen Sie vielleicht damit, dass Sie zwischen 4 und 6 Wochen noch einmal zu uns nach Salzburg kommen. Man kann ja das dann auch mit einem Ausflug verbinden oder man kann sich ein bisschen die Stadt mehr anschauen. Und es gibt Patienten, die auch ihre Freundinnen, die sie beim Operieren getroffen haben, in Salzburg wieder treffen. Es gibt so eine Facebook-Gruppe, da geht es ums Facelift und da haben sich letzthin 2 Patientinnen in dieser Facebook-Gruppe auch bei mir getroffen und sind nachher ins Kaffeehaus gegangen und haben ihr sozusagen ihre Erfahrungen ausgetauscht. Das ist oft nett, wenn sie gemeinsam im Zimmer liegen und dieselbe Operation hatten, dass sie dann danach oft auch befreundet bleiben. Das gibt es auch. Eine Sache ist mir noch ein besonderes Anliegen. Fürs Erstgespräch müssen Sie zu mir kommen. Ich muss Sie anschauen, ich muss Sie angreifen, ich muss auch mit Ihnen ein Vertrauensverhältnis erstellen können. Nicht nur Sie müssen Vertrauen in mich haben, sondern ich muss auch Vertrauen in meine Patienten haben. Einfach deshalb, weil wir gemeinsam einen Weg gehen wollen. Dieser Weg ist manchmal ein bisschen holprig, das muss man auch sagen. Und wenn man nicht den richtigen Partner für den richtigen Weg hat, dann schafft man diesen Weg nicht. Sie müssen zu mir kommen. Es geht nicht, dass man nur Fotos zu uns schickt. Wir bekommen viele Fotos und Lebensgeschichten geschrieben, die wir aber nicht beantworten können, weil ich kann sie nicht wirklich beurteilen, wenn sie nicht bei mir sind und wenn ich nicht mit ihnen persönlich gesprochen habe. Vorher einmal einen Termin ausmachen, damit ich mir Zeit nehmen kann, damit ich mit ihnen sprechen kann. Und danach müssen sie nicht extra noch vor der Operation wieder zu mir kommen. Ich sehe sie dann am Operationstag vor der Operation, mache dann auch diese Fotos mit ihnen, frage sie noch einmal, ob irgendwelche Fragen offen sind. Abschlusskontrolle, gutes halbes Jahr. Wenn irgendwelche Fragen dann offen sind, dann kann ich das auch behandeln. Manchmal gibt es zum Beispiel überschießende Narbenbildungen, da kann man Cortison einspritzen, dann würde das gleichzeitig bei einer Kontrolle ganz einfach funktionieren. Aber wenn man nicht kommt, kann ich natürlich auch keinen
Cortison einspritzen, kann auch nicht eventuell manchmal eingesunkene kleine Narben kann man mit Hyaluronsäure auffüllen, so wie wir auch ein Video haben beim Unterlid bei der Frau Schönburg, wo man eine kleine Injektionsbehandlung gemacht hat und seitdem sieht man dann diese Narbe nicht. Ich freue mich, wenn Sie auch von weit her zu uns kommen. Vielen Dank, dass Sie unser YouTube-Video gesehen haben. Abonnieren Sie unseren Kanal und liebe Grüße aus Salzburg, Ihr Dr. Walter Jungwirth.